Boah, ich habe The Killer gesehen vor ein paar Tagen. Von David Fincher, den Killer, nicht Ach so, den. Ja. nicht den Stift. Den Stift? Oh Gott. Ich habe den jetzt nochmal Ich gemacht. dachte gerade an einen Oh Auszubildenden. nein. Okay, du hast. Können wir nochmal neu anfangen? Ohne den Witz? Auf jeden Fall, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr, über den Film zu sprechen. Das ist David Finchers neuester Film. Und ich muss sagen, ich bin nicht begeistert. Ich fand den mega uninteressant, muss ich ganz ehrlich sein. Der hat mich auf gar keiner Ebene gecatcht, nur auf ganz, ganz wenigen. Es geht um einen Killer. Killer, einen Auftragsmörder, der gespielt wird von Michael Fassbender, der Scharfschütze ist und dem zum ersten Mal ein Attentat schiefläuft. Das ist so wirklich auch, das ist kein Auftragsmörder von der Stange. Das ist im Supermarktregal, wäre der genau auf Augenhöhe und mit so Pfeilen, die da drauf zeigen und so. Und nicht im Angebot, Nee, der war direkt an der Kasse. Der wäre, ja, der Die wäre auch, Quengelware wäre der der. wäre, der wäre, der wär auch nicht im Discounter. Der wäre so, ne? Das ist Also, der Auftragskiller. ich habe bei Leon der Profi gelernt, Scharfschütze ist was für Anfänger. Ist das Das macht so? man am Anfang. Ja. Ist das nicht ultimativ Und schwierig? das Schwerste ist das Messer am Ende. Bitte was? Das Quelle ist so bei Leon Leon der der Profi. Profi. Ja, Leon der Profi, der bringt dir erst bei, bringt Mathilde erst bei, mit dem Scharfschützengewehr zu schießen. Und das zu meistern ist halt, seine Kundschaft mit dem Messer umzubringen. Ah, okay. Das macht er ja am Anfang Ich habe nämlich den Film auch. dreimal gesehen und ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Doch, schießt mit Farbpatronen auf diesen Politiker, der im Park joggt, im Central Park. Also ist Michael Fassbender in The Killer doch nicht so Ja, gut. nicht so. Ich wollte gerade sagen, ist eher Also so. die Sache ist, Viking. Mich hat der wirklich nicht gecatcht. Ich kann das nur so ganz subjektiv sagen. Die Bilder sind gut. Die Handlung interessiert mich wirklich nur so ganz, also ganz am Rande. Mich hat der überhaupt nicht begeistert. Ich finde auch diesen Monolog, den die Figur da führt, wahnsinnig uninteressant und sehr bedeutungsschwanger. Und da werden so einfachste Gedanken ausgesprochen, die mich irgendwie gar nicht fasziniert haben. Ich kann es auch, es ist jetzt natürlich keine Kritik, die ich in irgendeiner Form vorbereitet habe. Mir ist es noch sehr früh, übrigens. Aber ja, Was sagt ich ihr hatte denn da nicht. so? Salz ist salzig. Salz ist Oder keine Ahnung. salzig. Nein, der erklärte halt, inwiefern, wie das Mindset sein muss, um einen Mord zu begehen und. Das hört sich aber so nach diesem Klischee-Killer-Film an, immer diese Ja. Ethik oder diese Berufsphilosophie dahinter. Ja, es ist ein interessanter Film im Kontext der anderen Filme von Fincher. Wenn das jetzt, ich bin der festen Überzeugung, wenn da nicht Fincher draufstehen würde, hätten viele den Film auch schlechter bewertet. Das ist meine persönliche, das glaube ich. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Aber ja, mich hat der nicht begeistert. Der ist auf Netflix. Kann man sich jederzeit ansehen. Jetzt ist natürlich nicht die größte Empfehlung. Ich habe mir auch noch nicht angeschaut, weil Jonas, du bist Fincher-Fan. ich bin sehr großer Fincher. Außer Mank. Aber das ist es nämlich. Mank fand ich sogar noch schlechter, würde ich sagen. Moment, ich bin Fincher-Fan, außer seine Netflix-Filme. So. Ja. Und, oh, das habe ich komplett vergessen. Ich habe selten einen Film gesehen und das ist The Island oder so von Michael Bay mit inbegriffen, Oh. der so dermaßen vollgepackt mit Product Placement war. Das war Warum? unglaublich. Also ich habe auch die ganze Zeit überlegt, ist das gerade ein inhaltlicher Kommentar, den ich nicht verstehe? Ist das doch irgendwie ein kapitalismuskritischer, konsumkritischer Thriller? Nee, ich glaube nicht. Also ich fand Vielleicht doch hat das. Netflix so gesagt, okay, Fincher, wir geben dir so und so viel Geld. Und er Ja. sagt, ich brauche mehr. So, dann müssen wir ein Placement einbauen. Und dann gehen wir sogar zur Konkurrenz. Weil ich habe gehört, Amazon hat ein Placement in einem Netflix-Film quasi. Pass auf, das ist sogar so, dass das ist jetzt kein echter Spoiler, aber er verschafft sich Zutritt in in so ein Gebäude, in das er rein muss, indem er paar Stunden vorher oder paar, 2 Tage vorher, ich weiß es nicht mehr, ein Amazon-Paket bestellt in dieses Gebäude und sich dann quasi an diesen Typen dranhängt, mit dem das, also den Paketboten, und dann mit ihm gemeinsam das Gebäude betritt. Sich an jeden anderen auch ranhängen können? Also, das ist ja irgendwie dumm. Das ist eine gute Frage, weil also es geht dann darum, dass der Paketbote dann so einen Code eintippt in so einen. Nee, Quatsch, Ah, das war ja. nicht der Code, es war, wie lange die Tür, wenn er da durch, wenn er reingeschaltet, wenn er reingebast wird, wie viele Sekunden er hat, um dann da reinzugehen, irgendwie so. Auf jeden Fall passiert es aber auch, dass der zum Beispiel dann in einer Szene so sehr, sehr, sehr deutlich ein Amazon-Paket aus so einer Packstation rausholt. Und es gibt noch ganz, ganz viele andere Firmen, die darin vorkommen, sehr prominent. Ich habe noch eine Frage. Ja, gerne. Wie groß war dieses Paket? Ungefähr? Ungefähr. Ja.
also ich weißt da, du, was könnte drin, da könnte ein Schuhkarton drin gewesen sein. Man weiß nicht, was es war. Okay. Also nee, man weiß nicht. Es ist nicht so wie bei 7, dass da Nein, da war kein Kopf drin. Okay. Nein. Oh, sorry. Das waren so Schuhkartongröße. Mich hat der wirklich Füße. Nicht. Waren vielleicht abgesägte Füße drin. Das kann. Weil wenn was in den Schuhkarton passt, dann Füße. Ein großes Paket mit Tintenkillern. Aber der hat das, du willst diesen Gag unbedingt hier einbauen. Was ist mit dir und diesem Dad-Joke, den du unbedingt hier so vehement reinbringen möchtest? Ich finde das herrlich. Ich finde es schön, dass du dich dafür begeistert hast. Du bist der Füller-Fan. Aber ja, benutzt du Killer? Deshalb hasst er ja Killer. Ja, gut, das ist stimmt. Kann sein. Ich bin halt anscheinend Killer-Lobbyist jetzt. Hattet ihr das in der Grundschule auch? Dann hat man mit Füller geschrieben und dann Tintenkiller. Und dann gab es irgendwann so: Oh mein Gott, es gibt auf einmal Kinder, irgendwie nicht bei uns, aber es ging so rum, riechen an dem Killer und werden da so leicht high von. Und dann gab es so eine Warnung, dass man auf keinen Fall einem Killer riechen darf. Darf man an Michael Fassbender riechen? Das hat ein Klassenkamerad mit Uhu oder sowas gemacht. Und den Klebstoffschnüffel ist noch was anderes. In so 6. 7. Klasse. Edding ist der Shit. Edding. Oh, nee. Ist der Shit? Was heißt der Shit? Okay, High-Tipps von Jonas. Machst du das immer noch? Soll ich jetzt kurz machen? Oh, nee, Junge. Ja, doch, natürlich. Okay, ich probiere noch mal, ob das immer noch so toll riecht. Sollte man das wirklich im Podcast machen? Leute, don't do this at home. Tut das nicht zu Hause. Aber ich weiß auch gar nicht, ob Wir haben auch dumme Sachen gemacht. Aber Edding-Schnüffeln war nicht dabei. Werden wir das rausschneiden müssen, weil wir unseren Bildungsauftrag nicht erfüllen? Okay. Das genaue Gegenteil. Okay. Also, Moment, welcher Teil von Jonas Gehirn stirbt jetzt gleich? Nein, guck mal, ist die schlechteste Jackass-Folge, die ich je gesehen habe. Nee, guck mal, also, ne, wenn steck ihr nicht in die Nase, wenn, okay? Wenn ein Edding jetzt eine Cola wäre, so mit Koffein und viel Zucker, ich habe jetzt hier einen Whiteboard-Marker, ich denke mal, das ist eher wie Sprudel dann im Vergleich. Das ist doch kein Edding dann. Edding ist eher. Whiteboard-Marker, nee, das stimmt. Gut, dass wir das geklärt haben. Nichts riecht so gut wie Benzin. Machen wir mal so einen Blindtest, weil das geht ja auch gerade auf TikTok und YouTube und so weiter viral, also auch schon seit Jahren. Das ist ja diese Blindtest, dass du so eine Pappschachtel aufstellst und dahinter sind Flaschen. Wir machen das bei dir mit Stiften. Nee, ich kann das in das Stifte erriechen. Nee, ich fände das gut, wenn man das einfach so richtig noch simplifiziert und noch weiter runterdummt. Ist es ein Stift oder ist es ein Apfel? Aber um den Circle wieder zu schließen zu unserem Auftrag, über was wir reden, es gab doch bei Wetten, dass einmal diese Kassette von dem Dupe der Titanic gesagt, ich erkenne die Farbe, wenn ich am Stift lecke. Genau, aber das müssen wir jetzt erklären, weil das wirklich eine unglaubliche Geschichte ist, gerade auch, weil Wetten, dass gerade wieder in aller Munde ist, wegen Thomas Gottschalks letzter Show. Hoffentlich letzter Show, meiner persönlichen Meinung nach. Mal wieder die letzte Show. Auf jeden Fall, der ist wie Hayao Miyazaki des deutschen Fernsehens. Niemand macht mehr letzte Shows als Thomas Gottschalk. Ja. Da war ein Typ, das war in den 80ern? Ich glaube schon, ja. Oder frühe 90er oder sowas? 80er, irgendwie sowas den Dreh. Das war ein Redakteur von der Titanic, der sich in die Show eingeschleust hat bei Wetten, dass, weil er gewettet hat, dass er Buntstifte an ihrem Geruch erkennt. Ihrem Geschmack. War es am Geschmack? Ich glaube, er hat geleckt dran. War es am Geschmack? Ich meine, er hat die so in den Mund genommen. Stimmt, du hast recht, er hat die in den Mund genommen. Und dann hat er, glaube ich, einfach nur so eine blöde Brille aufbekommen mit so Stiften drauf, also damit er nichts sieht. Und hat die, glaube ich, einfach so hinterher gelinst. Nee, da waren Schlitze drin. Das war nämlich das Lustige, der durfte seine eigene Brille mitbringen. Also was auch immer da bei der Redaktion von Wetten, dass schief lief. Das mal jemand getestet. Aber er hat es direkt in der Sendung halt auch aufgelöst. So, mein Name ist eigentlich bla bla und ich komme von der Titanic. Und das Geile ist, das Publikum ist nicht irgendwie ausgerastet oder so. Also Thomas Gottschalk, war es Thomas Gottschalk oder Frank? Thomas Gottschalk. Ne? Der wusste nicht, was er sagen soll. Das Studiopublikum war still. Und ich finde, das sind die besten Jokes und Pranks, wenn die Leute danach wirklich einfach nur still sind und völlig überfordert sind und nicht wissen sollen, was sie sagen. Es ist ja auch völliger Unsinn. Warum sollte er die am was vom Geschmack wer weiß, oder so? Wer weiß. Ja, jetzt will ich das gerade googeln, ob das wann das war und ich meine, es wäre 90er. Es war auf jeden Fall Thomas Gottschalk. Oh, der ist offensichtlich Bernd Fritz heißt Bernd der Mann. Fritz, der ist offensichtlich 2017 gestorben. Oh. Also Ruhe in Frieden, Rest in Peace. Und es ging, so, das muss ich jetzt aber am Geschmack. Ja. Stifte. 1988. Okay. Ja. Krass, das war also sogar vorne gut. Und das waren keine Stifte, da waren so Punkte drauf auf der Brille. Ah. Ja. Also Farbdotzen, also aber sowas. Weil man kriegt ja immer so eine Brille, die irgendwie thematisch passt. Ich hab's nochmal nachgeguckt. Ja. Es war so, dass er hat nicht seine eigene Brille mitgebracht, er musste seinen eigenen Buntstiftkasten mitbringen. Das ZDF hatte scheinbar keinen Buntstiftkasten. Oh Gott. Die sind auch teuer, ne? Also. Ja, ist.
Das ist ja so ein großer Stift. Ja, sollte aber im Budget des ZDF drin sein. Also, und ja, wenn man das Gehalt von Schiebrillen. Ja, diese Skibrille, die er bekommen hat, es war tatsächlich so, eher wie du es gesagt hast, dass er die, er hat dann festgestellt, dass er sie sich auf der Nase so ein bisschen rumschieben kann und das so machen kann, dass er so einen Schlitz hat, durch den er durchgucken kann unten, um die Farbe zu erkennen. Wahrscheinlich kam Thomas Gottschalk mit seinem typischen Hauttest. Ja. Er hat immer so, ne, einfach, ja, ja, einfach die Augen zu, dann hast du keinen Reflex mehr. Ja. Hat er nicht mal jemand wirklich einen verpasst? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann, möglich, ich kann es mir vorstellen. Ja. Wir verpassen auch ganz vielen Leuten eins ins Gesicht, nämlich mit Informationen und Coolness. Und Coolness. Coolness. Und guten Gags wie Killer. Meinst du The Tintenkiller? Gut, dass er den Gag nicht bei Killers of the Flower Moon gemacht hat. Oh ja. Oder bei Catch the Killer. Catch the Killer ist gut. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf. Jonas. Xenia. Alper. Lenny. Und Marius. Ja, wir haben tolle Themen mitgebracht. Wir haben, wir updaten etwas zu unserem Podcast letzte Woche. Da sprachen wir über die 50 angeblich besten Serien dieses Jahrhunderts, des angebrochenen Jahrhunderts. Und wir haben dazu ein kleines Update, beziehungsweise eine Sache, auf die uns ein paar Leute in den Kommentaren hingewiesen haben, die ich unbedingt erwähnen möchte. Es gibt Chaos im Scream-Universum, das müssen wir besprechen. Das war die News, die so die Filmwelt in der letzten Woche beschäftigt hat. Wir sprechen über einen Traum, der wahr wird, über Karate Kid No Way Home und einen schrecklichen Unfall bei Fast and Furious und natürlich auch über die Filmstarts und einen Film, den ich gesehen habe, den ich unbedingt empfehlen möchte und zwar allen, die es ganz, ganz groß auf der Kinoleinwand mögen. Marius, ich freue mich auf das Gespräch zwischen uns beiden dazu. Das ist nämlich ein Film, von dem ich weiß, dass du dich sehr auf ihn freust. Oh ja. Ja, aber fangen wir an mit den besten Serien des 21. Jahrhunderts. Da haben wir letzte Woche den Hollywood Reporter-Artikel aus dem Oktober besprochen. Mhm. Die haben in ihrer Redaktion die 50 besten Serien auserkoren. Und ja, das war provokant, diese Zusammenstellung. Durchaus, durchaus. Da war ein paar Sachen drin, wo man sagt, okay, warum ist das so weit hinten oder warum ist das so weit vorne? Warum ist das überhaupt drin? Einige wilde Entscheidungen, ja, auf jeden Fall. Definitiv, definitiv. Und ja, das war ein, es ist halt ein so einflussreiches Magazin, dass wir gedacht haben, ach komm, wir sprechen mal darüber. Es gibt jetzt aber auch, das ist eine Sache, die ich gar nicht wusste, ich kannte das nur für Filme, auf IMDb gibt es auch eine Top 250 der Serien. Mhm. Da ist natürlich der große Unterschied, das wird nicht von einer Redaktion oder so zusammengestellt, sondern von der Menschheit. Die gesamte Menschheit musste abstellen. 4,7 Milliarden Menschen, die das Internet nutzen. Und also da kann jeder theoretisch abstimmen. Und das ergibt dann am Ende immer die IMDb-Bewertung. Das ist natürlich auch, inwiefern das dann wirklich repräsentativ ist, ist natürlich eine andere Frage. Man muss ja sagen, es gab ja schon durchaus, ich nenne es mal Attacken auf IMDb, was das Votings angeht. Also das berühmteste ist natürlich den Paten von der 1 runtervoten mit ganz vielen Einsterne. Mit The Dark Knight. Die wollten ja Dark Knight hochvoten. Hochvoten, ja. Genau, dann Pate runter. Pate und Dark Knight-Fans gegenseitig runtergevotet. Ja, und deshalb ist die Verurteilten jetzt auf Platz 1. Die Verurteilten ist deswegen der beste Film aller Zeiten laut IMDb, genau. Auf jeden Fall ist es aber auch so, dass nur weil etwas beliebt ist, es ja auch nicht heißen muss, dass das auch direkt ein gutes Kunstwerk ist. Ist ja auch Quatsch. Aber nichtsdestotrotz, das ist auf jeden Fall vielleicht so ein Popularitätsding hier. Und wir haben mal die Top 50 mitgebracht, über die wir sprechen können. Beziehungsweise die Top 51, denn auf Platz 51, also ganz knapp nicht in der Top 50. Ich werde jetzt von Platz 50 bis 10 so die interessantesten Sachen mal erwähnen. Ich muss dazu sagen, also erstmal auf der 51 ist Friends, die sehr beliebte Sitcom. Es sind sehr viele Dokumentarsachen dabei, Dokumentarserien. Ich habe aus der Top 10, die wir gleich erwähnen werden, habe ich mal die 4 Dokumentarserien rausgenommen. Da sind unter anderem dabei Unser Kosmos oder Planet Erde. Solche Sachen habe ich da mal wirklich jetzt rausgenommen. Es geht jetzt wirklich nur um die fiktionalen Sachen. Stell mir vor, wie du in so einem Labor sitzt mit einem Laborkittel und dann so die Filme so in so Reagenzglas reinfüllst und erwärmst und dann so filtrierst und dann kommt nur das Beste raus. So eine Zentrifuge und Dokumentation fliegen zum Rand und fiktionale Sachen bleiben wegen ihres Impacts in der Mitte. Und zwischendurch riechst du an deinem Tintenkiller. Oh Gott, was ist hier? Ja. Wollen wir zu Friends gehen? Das habe ich genau so gemacht. Ich habe jede einzelne ausgedruckten die Blätter zusammengetan und dann sind in der Zentrifuge
Die Dokumentarserienzettel, die waren ein bisschen schwerer. Die habe ich auf so Fotopapier. Nee, ich habe gedacht, du hast das mit den Original-Filmstreifen gemacht von den Serien. Weil alles, war alles mehr, auf Film gemacht. Das kennt ist. Niemand mehr. Ja. Filmstreifen kennt doch niemand mehr. Kommen wir zu 51. 49. Oder ich dachte kurz zu 51 noch. Ja, Friends. Weil ich würde nämlich behaupten, auf Platz 50 der Hollywood-Reporter-Liste war Sex in the City. Mhm. Und ich würde mal behaupten, ganz naiv, dass Friends der langfristig größere kulturelle Impact ist als 100%. Sex in the City. 100% würde ich auf jeden Fall und unterschreiben. Und ja gar nicht dabei bei Hollywood Reporter. Und deswegen Was aber auch bei beiden Listen nicht dabei ist, so ein kleiner Spoiler zwischendurch, weil das, ich glaube, die Serie ist extrem beliebt und sehr hat einen sehr großen Nostalgiefaktor für sehr viele Menschen in Deutschland insbesondere. Lindenstraße. Auch, ja, ist auch in beiden Top 50 nicht dabei. Scrubs. Das stimmt, war auch in den Kommentaren tatsächlich. Ja, weil weinendes Auge für Scrubs. Man muss aber auch dazu sagen, ich glaube, das ist in Deutschland deutlich populärer als in den USA, wobei es auch in den USA natürlich sehr bekannt ist. Aber es liegt natürlich auch daran, dass es damals rauf und runter auf ProSieben lief und das über viele Jahre hinweg. Das stimmt, aber es gibt halt kaum eine Serie, die den Spagat zwischen witzig und gefühlvoll so gut hinbekommt. Jetzt mal die allerletzte Staffel hier Mad School ausgenommen. Ja. Und bis dahin ist Scrubs einfach eine super runde Serie. Ja, außerdem halt auch, dass man, ich kann mich auch nicht erinnern, dass es vorher, ich meine, heute nennt man das so salopp Bromance, dass es vorher halt eine Serie gab, in der zwei Hauptdarsteller einfach zwei Freunde waren, die so eine so emotionale und so ernsthafte Bindung haben, ohne halt direkt dann auch, dass daraus dann irgendwie eine Liebesbeziehung gemacht wurde. Das war wirklich, bitte? Sky Love. Ja, ganz genau, absolut. Und das war halt auch eine ganz große, eine große Stärke von Scrubs. Eine ganz große Stärke hat auch Succession. Das ist hier auf 49 bei IMDb. Da habe ich schon viel zu weit weg aus der Top 10. Also, ja. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie es in den Staaten ist. Ich glaube, hier läuft es halt einfach so krass unterm Radar. Ja, definitiv. Das ist immer noch, gefühlt noch so ein Geheimtipp. Ja, auf der 45 ist Willkommen in Gravity Falls. Das ist die Animationsserie, die viele auch sehr schätzen. Auf der 44 ist Cowboy Bebop. Auf welches? Der, bitte? Ja, das ist die Animationsserie natürlich. Ja. Ich bin froh, dass da eine animierte Serie in der Liste ist, weil ich glaube, bei der Hollywood Reporter waren zwei. Ganz wenige. BoJack Horseman zum Beispiel. BoJack Horseman war ziemlich weit oben. Aber Cowboy Bebop ist so beliebt und ist auch so rund und ist so cool einfach. Ja. Aber ich habe jetzt, das kann ich auf jeden Fall sagen, hier auf der IMDb-Liste sind sehr, sehr viel mehr Zeichentrickserien, Animes und so weiter. auf der 43 ist allerdings Fargo. Mhm. Tolle Serie, mag ich sehr. Ich glaube, da kommt nächstes Jahr die letzte Staffel raus, die fünfte. Die fünfte ist es? Ja. Ja, ich muss dazu sagen, habe ich nicht mehr weitergehört, so dritte, vierte und so weiter habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Ja, also ich finde die erste, zweite am besten. Ich fand die dritte auch noch ziemlich gut. Die vierte war dann für mich persönlich so die schwächste, obwohl die so, wenn es jetzt nicht Teil von Fargo gewesen wäre, wäre es nochmal eine andere Sache gewesen, aber du vergleichst es ja dann trotzdem untereinander. Ja, Fargo, ich liebe den Film der Coen-Brüder. Liebe den wirklich, das ist ein absoluter Klassiker, ich finde den großartig und diese Serie erzählt halt eine völlig neue Geschichte, allerdings auch in diesem selben Flair, in derselben Atmosphäre, in demselben Setting. Und ich finde es absurd, dass sie das so gut hinbekommen haben. Das ist wirklich Wahnsinn, ja, wie sehr sie so den Geist des Films aufgefangen haben, um halt eine so skurrile, morbide Geschichte als Serie zu erzählen, das funktioniert wunderbar. Mhm. Genau, dann geht's weiter. Auf der 38 ist so eine Serie, die Jonas, glaube ich, mag. Hat er mir zum Beispiel einmal so im Nebensatz einmal erwähnt. Einmal sagt er das. True Detective. Ja. Ich habe die Frage, Jonas, höher? Also ja, auf jeden Fall. Also auf meiner persönlichen Liste wär die erste Staffel auf Platz 1. Also ich meine, du musst ja bei True Detective noch die anderen Staffeln mit reinrechnen. Ja. Deshalb wäre es dann wahrscheinlich auch ein bisschen besser bewertet, wenn es jetzt nur die erste Staffel gegeben hätte. Wenn es nur die erste Staffel wäre, wäre es locker in der Top 10. Da bin ich mir 100% sicher. Also die erste Staffel von True Detective ist so großartig. Wir hatten ja den Verdacht auch bei dem Hollywood Reporter, dass Game of Thrones halt so weit hinten ist, wegen der letzten Staffel. Ja, ja absolut. Und hier, glaube ich, ist es auch, liegt es daran bei IMDb ebenfalls. Auf der 29 ist Better Call Saul hinter Breaking Bad auf IMDb. Würdest du das auch unterschreiben, Jonas, oder? Also ich mag persönlich Better Call Saul ein bisschen mehr, aber Better Call Saul macht als Serie halt noch Breaking Bad auch noch besser. Deshalb, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich würde es aber trotzdem generell, hätte ich die weiter oben platziert. Auch eher Top 10, Serien. Oder? Ja. Weiß ich jetzt nicht auswendig, aber wahrscheinlich schon. Ja. Auf Platz 27, auch etwas, was bei uns in den Kommentaren so unglaublich viel stattgefunden hat, eine Serie, die ich auch wirklich sehr zu schätzen gelernt habe, ist nämlich Arcane. Mhm. Ebenfalls eine Animationsserie auf Netflix, wenn ich mich nicht irre. Tolle Serie,
Hätte ich auch niemals gedacht, bevor die Serie rauskam. Mhm. Und ja, da hat unsere Community auf jeden Fall recht. Auf okay. Platz 6. Da soll bald auch eine zweite, ja. Also so ein Spin-off rauskommen. So, ich dachte mir, da geht raus. Nee, weil die arbeiten wirklich an der neuen Staffel, soweit nee, ich weiß. Nee, aber es soll noch was rauskommen. Und da geht es um einen Piraten, der einen Zeitungsverleger jagt. Wegen das heißt Arcane. Oh, Citizen no. Aber müsste das dann nicht Citizen Kane heißen? Citizen Kane. Ja. Gott. Auf Platz 26 ist The Office. Echt nur aufgeschrieben, US. Na endlich. Das hat auf der. Das war gar nicht auf der Hollywood Reporter. Überhaupt Liste. Nicht. Gut. Ab welcher Staffel, wenn's, also ne. Ab der siebten, wenn Michael Scott weg ist. Ich glaube, genau. Die siebte ist die letzte bis mit dahin. Michael Scott und dann geht's rapide bergab. Ja. Also ab 2 bis 7 ist so rund. Ja. Also. Die letzte Folge ist dann nochmal gut. Aber ich habe vor kurzem auch zum ersten Mal die ersten 3 Folgen von The Office UK angeschaut. Das ist das gleiche eigentlich. Nee, also, gar nicht. Nee, gar nicht. Also, nehmen wir die ersten Folgen sind, also die ersten Folgen sind aber doch ziemlich gleichgehalten. Deswegen ist die erste Staffel von US doch so also, anders als die zweite. Die ist sehr viel rougher. Und Ricky Gervais ist schon ein ausgesprochenes Total. Ja, das ist Arschloch. Also das Arschloch. Tut, ja, und es tut richtig weh, diese Serie zu schauen. Bei The Office hast du halt immer noch so einen emotionalen Kern. Und Michael Scott, er ist süß. Zwar ein Vollidiot, aber er ist halt auch nett. Es ist eine sympathischere Serie, weil die Figuren sympathischer und Liebe. Es hat sowas Liebes. Das hat UK meiner Meinung nach nicht so sehr. Also das, was ich eben auch meinte, US findet sich halt erst in der zweiten Staffel, weil es sich am Anfang sehr an dem Original orientiert. Das stimmt allerdings, ja. Aber man muss auch sagen, zum Beispiel, in Leuten in unserem Alter, ne, so alte Männer, die 30 schon überschritten haben. Die an Tintenkiller riechen. Gott. Ja. Im Office, da liegen auch Tintenkiller rum. Die haben, sind oft als Stromberg-Fans aufgewachsen, gucken dann The Office und gerade wenn man so die ersten Staffeln mal miteinander vergleicht, ist das schon heftig. Also ich meine, auch Stromberg entwickelt sich irgendwann in seine eigene Richtung und wird wirklich was Eigenes, aber so die ersten Staffeln, das ist schon krass, die Parallelen. Also und das war ja nicht, also die haben ja nie zugegeben, dass sie das inspiriert davon war. Doch, das wurde sie mussten es in irgendeiner Staffel dann dahinter schreiben, da stand in inspiriert in The Office. Zeitpunkt. Ja. Genau. Aber kommen wir zu Platz 23. Hat mich sehr gefreut. Batman, die Zeichentrickserie. Absolut verdient, wie ich finde. Lame. das war reine Provokation, okay? Die ist nicht lame. Slow down. Die Tension ist high auf einmal hier. Und auf Platz 21 ist Sherlock. Puh. Mit Benedict Cumberbatch. Bist du nicht Sherlocked? Nee, ich finde so die erste, wie viele Staffeln hat es denn nochmal? Ich finde, es fing richtig geil an, es fing richtig gut an, aber ich fand so die Zeiträume dazwischen, das war so, oh mein Gott, du musst eigentlich alles in Recap gucken oder rewatchen, um noch drin zu bleiben. Welche Figur kommt denn jetzt nochmal davor? Also ich find, am Ende hat sich's irgendwie total verloren. Ich finde aber auch, dass das nicht so wie eine richtige Serie wirkt, weil jede Folge ja 1,5 Stunden lang ist. Ja, ja. Wie so eine Reihe von Fernsehfilmen oder sowas, ne? Die aber sehr gut sind. Also ich mag das auch sehr. Ich mag die auch 4 Staffeln und jede Staffel hat halt 4 Folgen, ne? Also deswegen. Ja. Oder 3. Ja. 3 oder 4, ich bin mir gerade selber nicht mehr sicher. Von daher, jetzt kommen wir mal direkt in die Platz 10. Jetzt muss man dazu sagen, diese Serien, die jetzt kommen, die waren teilweise so auf Platz 16, 14, 12 und so weiter. Ich habe das jetzt einfach von 10 nach unten runter nummeriert, weil ich die Doku-Serien rausgenommen habe. Da sind nämlich auch einige in dieser IMDb-Liste. Aber fangen wir an. Auf Platz 10 ist Full Metal Alchemist Brotherhood. Habe ich mal angefangen, nie weitergeguckt. Es wird hart gefeiert. Es ist ein extrem beliebter Anime, soll großartig sein. Ich bin nicht dran geblieben, ich muss das irgendwann mal gucken. Aber es ist auf meiner Watchlist auch irgendwo eher in der Mitte. Ich würde tatsächlich, wenn es um Anime geht, eher Attack on Titan mal sehen. Als ist jetzt auch durch. Kannst du komplett in einem Rutsch durchschauen. Deswegen auch. Mir fehlt noch die letzte Folge. Oh, ja? Ja. Hab nur gehört, wie großartig die letzte Staffel sein soll. Ist das wahr? Das ist durchgehend großartig. Ja. Also es ist so abgefahren, was da passiert alles. Aber man muss schon so ein bisschen auf diesen. Muss dranbleiben, aber auch, weil ich finde, am Anfang zieht es, hat mich ein bisschen genervt am Anfang. Ja. Also es ist halt immer auch so sehr extrem, extrem pathetisch und sowas. Auf sowas muss man dann schon stehen. Ja, habe ich schon Bock. Aber drauf, diese Serie wird nirgends erwähnt in diesen Top-Listen tatsächlich. Kann sich Titan durchsetzen von der Attacke? Im Angriff? Nee, On eher. On ist okay. Fullmetal Alchemist gibt es übrigens auf Crunchyroll und teilweise auf Prime und auf einem Amazon-Channel.
Universe, von dem ich nicht wusste, dass er existiert. Ja. Auf Platz 9 ist Bluey. Hat jeder von uns gesehen? Ich dachte so, okay, ich habe irgendwas verpasst. Und dann habe ich festgestellt, was? Bluey? Wie hat jeder von uns gesehen? Nein, natürlich nicht. Ach so, das war der sorry. Der war so hoch, dass ich den nicht verstanden habe. Ich war so, was ist das? Habe ich irgendwas krass verpasst? Es ist eine Animationsserie für Kinder. Die für Vorschulkinder. Die es auf Disney Plus gibt und die Folgen sind so 7 Minuten lang. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Und das ist einfach hochgerankt. Keine Ahnung, was das ist, nie gehört. So Eltern, das finde ich gut. Ich gehe zu IMDb und rank diese Serie, die mein Kind guckt, hoch. Ja, auf die 10. Auf Platz 8, sehr viel bekannter, auch nicht für Vorschulkinder, allerdings auch eine Animationsserie, Rick and Morty. Ja. Läuft gerade die neueste Staffel, ich glaube die 7. Ja. Auf Wow gibt's das und Netflix, aber nicht die aktuellste. Ja. Auf Platz 7, im Gegensatz zur Hollywood Reporter-Liste, hier ist sie viel weiter oben, Game of Thrones. Da hat die 8. Staffel nicht so den Impact, aber man muss auch dazu sagen, der IMDb-Bewertung, das ist halt auch wieder so eine Sache, was diese Bewertungs- Kriterien angeht und was so die Plattform angeht. Dadurch, dass die letzte Staffel ja auch weniger Folgen hat, spielt das dann auch weniger in die Gesamtbewertung rein? Weil ich meine, die letzte Folge hat eine Bewertung von 4,0 oder so. Oho. Was wahnsinnig heftig ist. Heftig. Ja, deswegen, ich habe mich haben auch zwei Leute angeschrieben auf Instagram, die mir gesagt haben, ich habe mal auf IMDb die letzte Staffel oder die letzte Folge genommen und mir dann nur die 10-Sterne-Bewertung durchgelesen. Da wirst du ja verrückt. Und da habe ich mich gefragt, warum tust du das? So, lass es. Mach's nicht. Das ist wie bei einem guten Film, sich die schlechten Bewertungen anzuschauen. So, oh, ja, das ist so, Selbstzerstörung. Das tut wenn Meinungen gut argumentiert sind, dann sind sie ja legitim. Man darf das ja gut finden, um Himmels Willen. 10 von 10. Aber man darf das ja trotzdem auch sehr gut finden, wenn man sowas mag. Natürlich. Aber ist ja, warum beschäftigt man sich? Ich fand das schon auch spannend. Vielleicht um sich. Warum beschäftigen wir uns die ganze Zeit so viel mit Game of Thrones? Das ist eine gute Frage, aber warum meine Frage war eher so, warum beschäftigt man sich in seiner Freizeit mit Bewertungen, denen man komplett kritisch gegenüber, wo man komplett anderer Meinung ist? Auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch eine Stärke, dass man andere Perspektiven einnimmt. Wir haben es auch schon gemacht. Weißt du, sich selber aufzuregen. Weißt du, was auch ein bisschen komisch ist? Ja. Hier, wo wir in der 8. Staffel sind, du hast ja gerade gesagt, die letzte Folge, The Iron Throne, hat eine Bewertung von 4,0. Ja, ich glaube schon, ja. Schätz mal, was The Long Night hat. Die kam ja auch nicht so gut an. Das ist die 3. Folge. Ja, die dunkle Folge. Boah, ja, muss ich raten. 6,4. Trotzdem 7,5. 7,5, ja. Krass. Ja, aber ich glaube insgesamt nur 7,6, 7,9, 7,5, 5,5, 6,0 und 4,0. Aber weißt du warum? Auch wenn es dunkel war, es war halt so eine Tension da. Und ich glaube, erst mit der nächsten Folge kam halt so, okay, es hat überhaupt keine Auswirkungen gehabt. Miguel Sapochnik hat jetzt in einem Interview gesagt, der hat ja Regie geführt in der Folge auch. Sein Plan war ursprünglich, in genau dieser Schlacht direkt in den ersten 10 Minuten so gut wie alle Figuren zu töten. Das ist ein Impact, ey. Und dass er sich nicht durchsetzen konnte. Aber ja, auf Platz 6, ähnliche Serie. Vom Impact her auf jeden Fall gleichwertig. Riesiger Impact. Wir haben schon ausführlich drüber gesprochen letzte Woche. Sopranos. Zu niedrig in dieser Wertung. Platz 6? Pff, come on. Aber auf Platz 5, schade, dass Xenia nicht hier sitzt. Ja. Sie ist sehr großer Fan der Serie und ich mag sie auch sehr. Avatar. Xenia oder Avatar? Bitte? Magst du sehr. Achso, beide, natürlich. Avatar, der Herr der Elemente. Ja. Tolle Serie, kann ich nur unterschreiben. Ich habe auch bis heute noch nicht Legend of Korra gesehen. Mhm. Nur die erste Folge, ich muss das mal nachholen. Aber da höre ich auch so unterschiedliche Meinungen. Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist auf einem Level mit Avatar. Und es gibt Leute, die mir sagen, na. Stay away. Tja, ich weiß es nicht. Muss ich aber irgendwann auch noch nachholen. Es gibt zu viele Serien. Wie zum Beispiel Platz 4. Wir haben auch letzte Woche sehr viel ausführlicher darüber gesprochen. The Wire. Das passt für mich so. Ja, gehört auf jeden Fall in diese Liste. Platz 3 ist Tschernobyl. Ja. Ja, habe ich gesagt, ich habe mich letzte Woche schon ein bisschen drüber aufgeregt. Also, das war viel zu niedrig bei Hollywood Reporter und habe ich schon verdient. So irgendwo in den 40ern oder so. Ja, ja, viel verdienter der Platz hier. Mhm. Ja. Ja, tolle Serie. Ja. Über die Stadt Tschernobyl und das große Unglück. 5 Folgen gibt es nur, die sind auf Amazon? Oder wo? Wow. Auf Wow, sorry, auf Wow. Ist das eine HBO-Serie? Ich glaube schon, ne? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, aber es geht um die Stadt Pripyat und das Atomkraftwerk. Sorry, das Atomkraftwerk heißt Tschernobyl. Ja, so, sorry. Das ist richtig. Ich dachte immer, Tschernobyl wäre so eine Region oder sowas von Pripyat oder ein Bezirk oder sowas. Ist das so oder heißt das einfach nur das Kraftwerk? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Stadt Pripyat heißt, weil ich viele Computerspiele gespielt habe, die da Stalker. Würdet ihr da hinreisen? Ja, kann man ehrlich, ja machen. Ja. Also,
Ich fände es schon mal, also jetzt gerade ja. nicht. Mhm. Wieso gerade? Achso, ja. Ja, gut. Ja, du hast, ja. Aber generell finde ich das schon wahnsinnig faszinierend. Ich weiß halt nur nicht, ob das so teuer ist, ob das günstig ist. Es geht, ist. Es ist ja inzwischen so ein riesiger Tourismus auch ausgebaut. Also seit dieser. Also ich vor einigen Jahren schon. Ich kenne ein paar Leute, mit dem habe ich auch gequatscht, die fanden das ziemlich interessant. Also ne, nicht, boah, das ist voll geil, sondern das ist halt einfach mal was ganz anderes. Ja, ein Mahnmal dafür, was passieren kann. Platz 2 ist ebenfalls ein Mahnmal für das, was passieren kann. Band of Brothers. Die Jonas Brothers, die Doku. Genau. Die Biografie. Band of Brothers, nein, die Ehrlich Brothers. Die Ehrlich. Oh Gott. Serie über die Magierbrüder Ehrlich. Das magische Band zwischen ihnen. Mega. Nee. Vor allem auch das. Sind Siegfried und Roy Geschwister? Nee, ne? Nein. Nee, das sind einfach Freunde. Und einer ist tot. Stimmt. Ja. Ja. Es gibt noch Siegfried und Joy. Was? Hm? Das sind diese Funny Magier, kennt ihr die nicht? Nein, Siegfried und Joy. Auf Insta und TikTok. Oh, nee, die machen immer nicht. So. Ach, das war gar kein schlechter Scherz, die gibt's wirklich. Ja, Siegfried und Joy. Ja, die kennt ihr 100%. Nee. Nein. Die machen immer so ganz trashy, so Zaubertricks, wo man dann halt sieht, dass die halt so gefaked sind, aber das ist halt so offensichtlich. Das ist der, er meint das ernst, die gibt's wirklich. Ja, natürlich. Ja, okay, ich dachte, die sind das. Doch, ich kenne die. Ja, ja, doch, die kennt man tatsächlich. Wenn man sie sieht, ich habe sie auch, sind mir mehrmals im Algorithmus mal. Algorithmus sagt nein dazu, eigentlich okay. Keine Ahnung warum, aber. Ich kenne sie. Vielleicht ist es ein Rabbit Hole, in dem ich. Magie. Ich wusste nicht, dass sie Siegfried und Joy heißen. Ja. Tja, ich dachte, jetzt kommt irgendein Siegfried Gag, das so Jonas-typisch über. Die Killer. Das ist, über die Nibelungensage. Killers of the Flower Moon. Aber in als Komödie. Irgendwie so. Sowas. Ja, und mit Jennifer Lawrence. Es? Das heißt Siegfried und ist mit. Mit Tommy Gerhardt. Ja. Stimmt, das gibt es, ja. Oh Gott. Das ist die jetzt Niederungen der deutschen also, Comedy. Siegfried ist schon besser als Band of Brothers. Oh, krass. Ich hab das da Hölle für. Das werden auch nur Leute Ü40 verstehen. Dieser Film ist so furchtbar. Auf jeden Fall. Ja, und auf Platz 1 ist in dieser Liste auf IMDb Breaking Bad. Ich liebe Breaking Bad, aber Platz 1 finde ich zu hoch. Das ist zu krass. Ich finde, es gehört, also ich finde, wenn mir jemand sagt, das ist sein Lieblingsserie, kann ich folgen, komm nachvollziehen. Ich finde, es ist okay, dass es irgendwo in der Top 3 ist. Ich finde es okay. Was habe ich denn nicht, dass ich jetzt letzte Woche gesagt habe, das ist bei mir auf der 1? Nee, aber so insgesamt, so einem Ranking. Ja. Also, boah. Ja, wir haben ja selber unsere Top 3s gemacht. Jonas, was wären deine Top 3 so spontan? Kriegst du das zusammen? Meine Top 3? Ja, ich habe ja vor ein paar Wochen oder Monaten mal so ein Video gemacht, die 10 besten Serien der letzten 10 Jahre. Mhm. Und auf meiner Platz 1 wäre True Detective, glaube ich. Mhm. Auf Platz 2 und 3 bin ich mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, da waren Tschernobyl und Watchmen. Watchmen wird in beiden Listen vernachlässigt. Und ich kann das nicht verstehen. Watchmen ist eine der besten Serien, die ich je gesehen habe in diesem Jahrhundert. Die ist fantastisch. In diesem Jahrhundert? Ja, ich weiß. Es ging, die Liste war ja dieses Jahrhundert. Ach so. Ich habe auch mit 8 Jahren Serien gesehen. da fällt mir gerade ein, von wann bis wann lief denn die Batman-Zeichentrickserie eigentlich? 1900. Okay, wie schätzt 93 bis 97? So spät. Oder sowas? Früher. 92 bis 95. Ah. Ja, gut, das muss man natürlich bedenken, ne? Diese Liste, diese Top 200, genau, die ist halt nicht nur für dieses Jahrhundert. Genau. Obwohl, hier sind genug Sachen drin. Also in der Top 10 sind alles, ich glaube, fast aus. Nee, Sopranos auch drin. Ja. Nee, alles aus diesem Jahrhundert, würde ich sagen. Und alles, was beim Hollywood Reporter auch hätte drin sein können. Absolut. Und ist. Ja. Absolut. Scream. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, wie ich eine Überleitung mache. Du hättest schreien können. Ja, ich hätte schreien können. Diese Liste ist wirklich zum Schreien. Apropos. Diese Liste ist meiner Meinung nach besser als die von Hollywood Reporter. Meiner Meinung nach. Und ich schreie, weil wir jetzt auch weiter schreien. Es geht nämlich zu dem Filmuniversum von Scream. Und diese News mussten wir heute reinnehmen, weil da ging es drunter und drüber. Die Stars des Films werden abgesägt oder haben sich selbst abgesägt. Es geht um Sam und Tara Carpenter. Und Hintergrund ist gar nicht mal so schön, der Nahostkonflikt, also das, was in Israel und Palästina passiert. Vorweg ein Disclaimer. Es ist ein extrem polarisierendes, komplexes Thema. Wir machen das hier ohne eine große Bewertung. Wir hoffen, dass das Leute da draußen verstehen. Es ist ein äußerst politisches Thema. Es ist auch
Ich habe da persönlich einen ganz krassen persönlichen Zugang zu, weil ich halt auch muslimisch aufgewachsen bin. Ist natürlich dann auch nochmal was anderes. Es ist einfach wahnsinnig emotional, gerade für sehr viele Menschen. Ich sag das nur, bevor wir jetzt zu diesem Thema kommen, weil bei Scream hat das jetzt eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Die Hauptdarstellerin von der Scream-Reihe, von den neueren Scream-Filmen, Melissa Barrera, wurde rausgeworfen. Was ist passiert? Sie hat dutzende Posts zum Nahostkonflikt gemacht und sich für Palästina eingesetzt und dann auch folgende Aussage getätigt. Gaza wurde in ein Konzentrationslager verwandelt. Menschen werden in die Ecke getrieben. Sie können nirgendwo hin, haben weder Strom noch Wasser. Leute haben nichts aus der Geschichte gelernt. Wie in unserer Historie schauen Menschen tatenlos zu, während es passiert. Das ist ein Genozid und eine ethnische Säuberung. Der letzte Satz komplett in Caps Lock. Ja, die Produktionsfirma Spyglass hat das als Antisemitismus bewertet und die Zusammenarbeit gekündigt, was viele Fans und Außenstehende entsetzt hat. Sie kriegt gerade sehr, sehr viel Zuspruch auf Instagram und Co. Und selbst der Regisseur Christopher Landon hat sich dazu geäußert. Der hat nämlich getweetet, und das ist auch wirklich eine heftige Sache, der hat getweetet, dies ist mein Statement. Und dann ein Smiley von einem gebrochenen Herzen. Alles ist scheiße, hört auf zu schreien, das war nicht meine Entscheidung. Diesen Tweet oder Ex hat er dann kurz darauf wieder gelöscht. Also das ist schon mal eine ziemlich heftige Neuigkeit, würde ich sagen. Ja. Jonas, ich fand es auch krass, du hast mir gesagt, du hast das gar nicht mitbekommen. Nee. Ja, weil ich hatte das Gefühl, diese News ist überall. Ich habe in letzter Zeit nicht so viel News geguckt. Ja. Ich habe eher Bücher gelesen. Was besser für Mental Health ist. Yeah. Und ja. Melissa Barrera hat mittlerweile auch ein Antwortstatement veröffentlicht. Sie hat sie hat ganz viel gesagt, aber unter anderem: Ich verurteile Antisemitismus und Islamophobie. Ich verurteile Hass und Vorurteile gegen sämtliche Menschengruppen. Außerdem hat sie geschrieben, dass sie ihre Stimme einsetzen wolle für die Wehrlosen und jeder Mensch habe ein Anrecht auf die Menschenwürde, auf Gleichberechtigung und Freiheit. So, als wäre das jetzt nicht schon eine krasse News an und für sich, die es wert ist, über die wir hier zu sprechen. Weil man muss ja auch sagen, hier in unserem Podcast, wir sprechen immer über die größten News, die so in der Filmwelt passieren. Und ich hatte das Gefühl, das ist eine sehr große News. Da kam nämlich direkt die nächste Schreckensnachricht. Jenna Ortega hat das Franchise ebenfalls verlassen. Jenna Ortega kennt man mittlerweile auch über Scream hinaus, zum Beispiel aus Wednesday, damit ist sie ja wirklich sehr bekannt geworden. Und diese News kam wirklich ganz kurz nach dem Rauswurf von Melissa Barrera. Und man denkt jetzt natürlich schnell, dass das aus Solidarität war. Angeblich aber nicht. Jenna Ortega bzw. ihr Management hat halt gesagt, es gehe um Terminkonflikte, was die Dreharbeiten zu Staffel 2 von Wednesday angeht und auch Tim Burtons Beetlejuice 2. Und es ist ja wirklich auch nichts Seltenes, dass immer wieder bestimmte Filme und so weiter abgesagt werden wegen Terminkonflikten. Und gerade jetzt auch nachdem die Streiks beendet sind, da stapelt sich natürlich so einiges an Produktionen. Ja. Und wenn man das eigentlich anders eingeschedult hat vorher, ja, muss man gucken, welches Projekt man machen möchte. Vor allem, was halt auch oft passiert, ist, dass halt so jemand wie Jenna Ortega, die für die halt Scream mal eine sehr große Rolle war und dann aber plötzlich so ein richtiger Star wird, dass das dann so ein bisschen sich vielleicht noch anfühlt wie ein Rückschritt oder ein Klotz am Bein oder was auch immer. Das weiß ich nicht, das interpretiere ich persönlich gerade rein, aber das kann halt auch sein. Oder ist es halt, natürlich gibt es ganz viele Verschwörungsanhänger im Internet, die auch rufen, seid doch nicht so naiv, das ist doch nur ein vorgeschobener Grund. Das ist wirklich aus Solidarität gegenüber Melissa Barrera. Wer weiß, was die ganze Wahrheit ist. Es ist, bietet halt tatsächlich super viel Raum für alle möglichen Spekulationen. Ja. Ne, man könnte jetzt sagen, oh, die Produktionsfirma möchte vielleicht einfach keine schlechte Presse generell, möchte sich aus diesem Thema irgendwie raushalten. Ja. Ich meine, wir reden ja über einen Horrorfilm an sich. Dass sie dann sagen, boah, möchten gar nicht damit in Verbindung gebracht werden. Und dann kicken wir vielleicht lieber Leute raus, die sich dazu geäußert haben, egal in welcher Form. Ja. Plus, wenn halt der Regisseur seinen Ex löscht, ist das halt auch so spekulativ. Ja. Also da kann man wirklich in alle Richtungen interpretieren. Und spekulieren, ja, absolut. Ja. Aber was jetzt, ja. Das war jetzt ein sehr krasser tonaler Shift. Das ist natürlich ein wahnsinnig ernstes Thema, das wir hier auch ernst besprechen wollen.
dass Jonas mal keine Tintenkiller-Witze macht oder sowas. Mann, ey! Aber das hast du extra reingemacht, jetzt, das Thema, ne? Lasst uns den Bogen zurückfinden zu erfreulicheren Was Neuigkeiten, ist noch passiert? Würde ich sagen. Ja, es gibt nämlich eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht. Und zwar, Dune 2, da haben wir bisher sehr viele schlechte Nachrichten drüber zu berichten gehabt. Zum Beispiel, dass es einfach mal um ein paar Monate verschoben wurde, der Start, vom November in den März rein. Mhm. Ursprünglich sollte der zweite Teil nämlich am 15. März starten. Der wurde jetzt aber vorgeschoben. In den USA soll er am 1. März starten, in Deutschland aber auch schon am 29. Februar, einem Donnerstag. Krass, das wusste ich noch gar nicht. Das heißt, im Februar werde ich Dune 2 gucken. Ja, das ist im Februar. Am 29. Februar? Am 29. Februar. Schaltjahr. Ja. Das Verrückt. Ist ja geil. Und genau, das heißt, wir können ihn insgesamt 2 Wochen früher anschauen. Feiert ihr Leap Day? Was? Leap Day. Kennt ihr nicht Leap Day? Dann feiern wir den 29. Der 29. Februar nennt sich in den USA Leap Day und es gibt zum Beispiel eine ganze 30 Rock-Folge drüber. Da Leap Day ist halt, weil das nur viermal im also alle 4 Jahre ist, Seltenheitswert hat, macht man da Dinge, die man sonst nicht macht. So, das ist quasi der geschenkte Tag. Ja, so, was ist denn etwas, was du schon immer mal lernen wolltest oder ein Film, den du schon seit Jahren gucken willst, so Sachen, die du immer vorgeschoben hast? Das ist der Tag, an dem du es machen kannst. Weil es Leap Day ist. Das ist wie ein geschenkter Tag. Das sollte weltweit ein Feiertag sein. Finde ich auch. Weil wir auch alle den gleichen Kalender benutzen. Was würdest du denn da machen, Alper? Ja. Boah, das ist eine gute Frage. Außer was du schon immer tun wolltest, ich glaube, Dune 2 zu schauen. Weißt du, was das für ein Tag ist? Das ist der Tag, in dem Alper 100 Maki-Röllchen isst. Oh ja. Ja. Boah, das 100 Maki. Kein Problem. Boah, das ist der große Esstag. Und da kommt Lenny und isst 5000 Tonnen Kroketten. Ja. Ich frage mich gerade, was ich schauen könnte, was ich schon immer schauen wollte. Ich würde vielleicht dann tatsächlich mal Attack on Titan anfangen. Was anfangen kannst du. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange man gucken Tag kann, durch. Aber kann man das an einem Tag durchgucken? Ich weiß es gar nicht. Oh, ich glaube, das ist schon knapp. Ich kann es nicht sagen. Aber ja, ist ein guter Tag zum Beginn. Ja. Ich würde, was ich sonst auch nie machen, duschen. Ich würde endlich mal die Dusche anwerfen und endlich mal den ganzen Dreck von meinem Körper waschen. Nee, lass es. Also, wir haben uns schon so dran gewöhnt. Ja, okay. Die Kruste gehört dazu. Ja, aber zurück zu Dune 2. Wir werden natürlich einige Specials und Videos dazu machen. Wir machen auch eine Kritik dazu. Natürlich. Ja. Aber was denn? Was machen wir für Specials? Was hast du konkret habe ich das jetzt noch nicht geplant. Ich weiß nur auf jeden Fall, ich will wieder so ein Video machen, wie wir auch letztes Mal gemacht haben, so Dune 2 erklärt, wo wir noch mal so tiefer reingehen, ein paar Sachen erklären, die der Film offen gelassen hat oder vielleicht nicht gezeigt hat. Ja. Ich hätte auch Bock, vielleicht noch ein paar so Lore-Sachen aus Dune zu erklären. Was denn? Was wäre so ein Lore-Video aus Dune, dass du Ach, allein schon sowas wie nächstes Jahr soll ja auch die Serie über die Bene Gesserit starten. Sisterhood. Ja, und deshalb, das wird sich vielleicht anbieten, dass da auch Heißt nicht mehr Sisterhood, glaube ich. Stimmt, das wurde umbenannt. Oder sowas, ne? Ja. Ja, ich weiß gar nicht mehr wie. Aber das war nicht Dune Legacy, oder? Doch, aber irgend sowas ganz Blödes. Also Sisterhood Prophecy. Aber Sisterhood wäre besser gewesen. Es soll Prophecy heißen. Oder? Ja, Dune the Prophecy. Ja. Ja. Ah, uncool. Ich hätte gern ein Special über Sandwürmer. Ja. Aber guck mal, dann können wir euch da draußen, die ihr zuschaut oder zuhört, auch mal aktivieren. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denn gerne sehen wollt. Was wolltet ihr zu Dune schon immer wissen? Ja. Soll Alper Sandkörner erzählen? Soll Alper Spice nehmen? Ziemlich. Ja, aber es geht natürlich weiter. Wir haben noch eine erfreuliche News, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall. Also, das ist was dein Dune ist, ist mein Karate-Kid. What? Okay, okay. Ja, nämlich Ralph Macchio und Jackie Chan. Hast du Macchio gesagt? Heißt der nicht Macchio? Ich hätte es Macchio gesagt. Aber Macchio, ich weiß es auch nicht. Freundinnen in Ralph. Ralphie. Wer ist denn Ralph Macchio? Der ist der originale Karate Kid. Oder das originale Karate Kid. Danny San. Und Jackie Chan hat ja in dem Karate Kid Remake Mr. Han gespielt, quasi den Meister von Jaden Smith. Ich weiß nicht, wie ihr das Remake fandet. Nee. Ja, also. Also, das hieß ja auch Karate Kid, obwohl es ja eigentlich Kung Fu war, was er gelehrt hat. Der Film sollte ja auch sogar ursprünglich in den ersten Drehbuchversionen, also der hieß Kung Fu Kid. The Kung Fu Kid, was halt tausendmal cooler ist. Und dann hat das Studio aber noch entschieden, ja, Karate Kid, das muss Karate Kid heißen. Ja. Was halt völliger Unsinn ist eigentlich. Karate Kid Turbo. Ich finde auch, und das ist mega unfair, das über ein Kind zu sagen, ich finde, Jaden Smith hat was Unsympathisches. Das ist meine persönliche Meinung. Darf man das so sagen? Ja. Weil
Also sagt man das, darf man das sagen? Ich bin nicht Thomas Gottschalk. Natürlich darf man das sagen. Ich muss halt nur mit den Konsequenzen leben. Sagen. Es gibt einen hervorragenden Sketch von Key & Peele über Jaden Smith. Ja, ja, das stimmt. Oh ja, wo es darum geht, wie weltfremd er ist. Ne? Ja, genau. Aber das ist halt What is outside? Ja. Ich weiß nicht. Also jeder, der mal After Earth gesehen hat, wir sind alle Brüder und Schwestern im Geiste. Wir haben diesen Film durchgestanden. After Earth ist so furchtbar. Arscherde. Ja, und es ist quasi, es ist verrückt, dass die beiden sich zusammentun jetzt für einen neuen Charakter. Also nicht Jaden Smith. Nee, nee. Ralph und Jackie Chan. Und Jackie Chan. Das ist quasi, da verbinden sich zwei Universen, die eigentlich nicht zusammengehören. Das ist so ein bisschen, es wird bereits gescherzt, das ist das Karate Kid No Way Home oder Across the Karateverse. Vielleicht spielt ja auch noch die Serie Cobra Kai mit rein. Das ja. ist das. Ja, aber stell dir vor, es geht so ein Portal auf und dann steht da nicht irgendwie Peter Parker, es kommt auf so eine Faust raus. Und macht dir so einen Karate-Move ins Gesicht. Ja. Aber habt ihr Cobra Kai geschaut? Nee, leider nicht. Das wird immer empfohlen, tatsächlich. Ja, es ist sehr beliebt. Aber Alper, ja. Wir haben Cobra Kai gelebt. Wir haben es gelebt. Ich will gerade noch eine Sache zu Cobra Kai sagen, bevor wir zu der Geschichte kommen. Ich frage mich, ob es eigentlich Leute gibt, die Cobra Kai gucken und das total feiern und lieben, ohne den originalen Karate Kid oder die Reihe mal gesehen zu haben. Mhm. Fände ich auch mal echt interessant. Wie viele Teile gab es denn eigentlich nochmal? Drei, glaube ich. Ja. Boah, auf jeden Fall. Also, und dann noch das Remake. Ja, genau. Ja. Und es gab noch die drei kleinen Ninjas, oder wie das hieß. Kennt ihr das noch? Nee. The Three Ninjas? Das sind wir. Nee. Das sind wir, das stimmt. Wir. Kennt ihr das ernsthaft nicht? Und das hieß im Deutschen die drei kleinen Ninjas? Nee, es hieß, sorry, es war nicht klein. Es heißt in Deutschland drei Ninjas. Okay. Sagt man Ninja oder Ninja? Ich weiß es gar nicht. Weil auf Englisch sagt man immer Ninja. Ich glaube, es ist Ninja. Warte mal, ich blicke mal hinter die Kamera, da sitzt jemand, Ninja. Der so ein bisschen Japanisch spricht. Ninja oder Ninja? Weder noch. Wie denn? Wir haben gerade noch mal die Pronunciation gecheckt. Ich weiß nicht, ob wir das wahrscheinlich haben, das rausschnitten. Das war zu wirr und langweilig. Wir sind auch auf keinen Nenner. Das J wird eher zu einem I, zu einem Ninja. Ja. Auf jeden Fall, es gab die drei, oh Gott. Japanische Killer. Die drei Ninjas. Werden. Kennt ihr nicht die drei Ninjas? Nein. Das war eine Filmreihe. Da gab es irgendwie. Nee, ich kenne nur die drei kleinen Ninjas. Das waren vier Filme. Und es geht da um so drei Jungs, die heißen, nämlich, die haben Spitznamen auf Englisch, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch war, Rocky, Colt und Tam Tam. Hast du das geträumt? Nein. Hast du gerade einen Wikipedia-Artikel angelegt dafür? Ja, genau. Ich habe gerade diesen endlos langen Wikipedia-Artikel angelegt. Und das war so eine Komödie über drei Jungs, die halt von ihrem Großvater lernen irgendwie, ich weiß nicht, welche Marke das klingelt irgendwie was. Das war mega beliebt. Wo also als ich jung war, das lief im Fernsehen rauf und runter, das lief mega oft. Und das ist Kult. Das ist wirklich, das lief von 92 bis 98. Das ist richtiger 90s-Kult. Also wenn man Bock hat, wieder sowas sich reinzuziehen, tut es. Man kennt Koblenz, nennt man ja auch das Neo-Tokyo. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, ich kann drei Ninjas empfehlen. Und Jonas, warum haben wir Karate Kid gelebt? Für die nächste Folge von Handvoll Donuts haben wir einen kleinen Sketch gedreht. Mhm. Und Klein. Ist quasi zu Cobra Kai geworden. Und Alper hat mich angeschrien und hat mich trainiert. Habt ihr gekämpft? Wir haben auch ein bisschen gekämpft, ja. Ja. Sehr viel trainiert. Ich freue mich schon sehr drauf. Wir haben gestern das gedreht, es hat mega Spaß gemacht. Sogar der Nachbar von uns hat angerufen und gesagt, dass wir laut sind. Das wäre doch was für den 29.02., ja. Dass ihr beide an dem Tag eine komplett für euch neue Kampfsportart lernt. Oh, das und dann tretet ihr gegeneinander an. Oh, das wäre mega cool. Also welche Kampfsportart würdest du lernen? Ich nehme Kendo. Nein, was Neues. Nein, du hast Kendo schon gemacht, du musst was Neues nehmen. Dann nehme ich. Der nimmt irgendwas mit einem Stabkampf. Der nimmt irgendwas mit einem Stab und einem Schwert, damit ich nicht nahe komme. Was ist von der israelischen Armee nochmal? Krav Maga. Krav Maga, ja. Ja, nee, dann nehme ich, dann gehe ich in einen Schützenverein. Nee, Waffen gelten nicht. Hier, aber Stabkampf zählt, nee, oder? Nee, ohne Waffe. Hand. Oh, was ist das jetzt? Dein Körper ist die Waffe. Was ist denn das mit dem Lieb? Der ist das plötzlich voll restriktiv. Ich nehme Ganjitsu. Das ist. Mit Waffen. Mit Waffen, Ninjitsu, genau. Okay, dann nehme ich Drunken Boxing. Okay. Ich würde das. Dann stirbst du wenigstens betrunken. Ich würde den Kampfstil aus Equilibrium. Du hast gerade gesagt, man darf keine Waffen benutzen. Das ist ja Ganjitsu quasi. Gankata. Gankata war es, genau. Ja. So, kommt aber freut euch drauf. Das kommt irgendwann im Dezember. Also nicht der Kampf, sondern Final Fantasy Donuts. Ja. Und Karate Kid, der Film, wann der starten wird, das steht in den Sternen. Das weiß man nicht. Ja. Sondern eine erste Neuigkeit. Ja, dann haben wir eine nicht so erfreuliche Neuigkeit. Nämlich bei den Dreharbeiten zu Fast and Furious 9 kam es zu einem ziemlich schrecklichen Unfall. Und zwar
hat da ein Stuntman namens Joe Watts mitgearbeitet und er ist aus 8 Metern Höhe auf den Beton gefallen, weil ein Draht gerissen ist. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, hat der überlebt, weil 8 Meter ist das schon verdammt hoch und auf Beton. Also er hat überlebt, aber er hat sich den Schädel gebrochen. Und das Ding war, dass das halt auch kein Unfall war an sich, sondern da wurde geschludert am Set. Nämlich da eine Matte wurde nicht neu positioniert und diese Drähte wurden nicht überprüft. Angeblich ist es Pflicht, dass man so zwischen bestimmten Takes immer wieder diese Drähte, also diese Dinger, an denen man hängt, ne, dass man die halt überprüft. Und das wurde scheinbar oder anscheinend nicht gemacht. Das hat zumindest ein Gericht jetzt auch so entschieden. Das Studio muss jetzt eine Strafe von 1 Million US-Dollar zahlen. Nicht an Joe Watts, sondern da gibt es noch einen weiteren Rechtsstreit anscheinend zwischen Joe Watts und dem Studio. Millionen Strafe wird halt für das Studio auch wirklich Peanuts sein. Das muss man auch einfach mal sagen, wenn man mal überlegt, dass dieser Film 700 Millionen Dollar weltweit eingenommen hat. Das heißt, 1 Million ist da ein 700stel davon, von den Einnahmen. Ich dachte halt auch, als ich das gelesen habe, so, okay, USA sind ja immer ziemlich rigoros, was so Strafen angeht, auch die Höhen. Und dafür, dass was dem da passiert ist, ist das relativ wenig. Würde ich auch sagen. Also dafür, dass andere Leute für Millionen kriegen oder eine lebenslange Abfindung für irgendwas, für eine wesentlich Million, kleine Sachen. Ich weiß jetzt nicht, ob der danach noch mal als Stuntman arbeiten kann, wenn man sich den Schädel gebrochen hat. Ja. Ich meine, das ist ja noch eine Sache. Dann ist 1 Million auch nicht mehr so viel. Also die Sache ist auch, da kommt, wie gesagt, wahrscheinlich auch noch mehr. Da kommen ja noch, da ist ja noch. Zivilrechtlich vielleicht, weil da kenne ich jetzt nicht aus. Wir sind jetzt kein Rechtskanal, Law Strikes Back oder sowas. Ab dem 29. Februar schon. Der krasseste Kommentar dazu, den ich im Internet gelesen habe, war, als halt diese Neuigkeit kam, dass, da ging es halt auch um dieses Gerichtsverfahren, dass halt dem der Schädel gebrochen wurde. Da hat halt jemand geschrieben, sie haben ihn in einen Fast and Furious Fan verwandelt. Heftig. Auf jeden Fall. Ja, kleiner Hinweis auch am Rande, das habe ich mir dann auch noch mal überlegt, weil als The Fast and the Furious dann halt rauskam, wann auch immer der rauskam, in den frühen 2000ern oder so, habe ich den Film auch gefeiert, wie viele andere. Und da ging es noch darum, DVD-Player und Elektronik und so aus einem LKW zu klauen. Ja, das war irgendwie noch so sehr, sehr geerdet. Sehr geerdet. Also geil, jetzt sind sie ja wirklich enterdet. Krass, wie diese Reihe sich entwickelt hat. Krass, Vin Diesel mit seiner Mars-Kolonie. Der erste Film kam 2001 raus. 2001, ja. Und noch eine Sache, auf die ich unbedingt hinweisen möchte. Am 24. Dezember erscheint auf Wow die Doku David Holmes, The Boy Who Lived. Ist ein bisschen schade, weil diese Doku ist in anderen Ländern bereits erschienen. In Deutschland erscheint es erst am 24. Dezember. Wir haben in einem Podcast darüber gesprochen. Das ist nämlich für alle Harry Potter-Fans und auch für Nicht-Harry Potter-Fans was. Da geht es nämlich darum, dass bei den Dreharbeiten zu Harry Potter, ich weiß nicht mehr, welcher Teil es war, gab es ja auch einen schrecklichen Unfall, in dem das Stunt-Double von Daniel Radcliffe querschnittsgelähmt wurde. Und ja, Daniel Radcliffe hat eine Doku produziert über diesen Mann, über diesen Waren, The Boy Who Lived, wie halt die Doku sagt. Soll sehr berührend sein und ich freue mich sehr drauf, ich will das unbedingt sehen. Ist ein tiefer Einblick in das Leben dieses Stuntman und auch in allgemein in die Stuntarbeit. Weil das ist halt auch so eine Sache, die man sich überlegen muss. Es wird ja immer wieder gefordert, dass in Awardshows, also dass gerade bei den Oscars zum Beispiel auch eine Stunt-Kategorie eingeführt wird. Und ich bin da sehr, sehr zwiegespalten. Zum einen bin ich extrem dafür, weil auch die Arbeit von Stuntleuten, die ist brandgefährlich teilweise, die ist sehr gefährlich, die ist bewundernswert und das ist, also was diese Menschen für die Kunst tun, ist unglaublich und das sollte man auch wertschätzen. Gleichzeitig verstehe ich aber auch die Bedenken der Academy, dass gesagt wird, wenn wir einen Preis erschaffen, einen Oscar für beste Stunts, ihr wisst ganz genau, was dann passieren wird, die Studios werden Stunts immer gefährlicher machen und es wird immer krasser und damit bringen wir auch eventuell sogar Menschenleben in Gefahr. Und von daher kann ich das auch verstehen, dass man sagt, vielleicht lieber nicht. Also ich bin da sehr zwiegespalten. Man hat es ja so ein bisschen bei der Mission Impossible-Reihe, die ja tatsächlich damit wirbt seit einigen Filmen. Ja. So, wir machen immer noch einen krasseren Stunt. Klar, es ist immer Tom Cruise, so eigene Verantwortung und sowas. Ja. Aber da merkt man halt auch, ne, das ist schon ein krasser ein Seller. Ja. Und man wartet quasi in dem Film nur drauf. Beim letzten Mal auf diesen Rampen-Motorrad-Stunt die ganze Zeit gewartet und im Film wird auch darauf hingearbeitet. Also, das
da was schief geht im größeren Stile, ist ja eigentlich vorprogrammiert. Ja, absolut. Andererseits, es gibt ja auch schon Awards für Stunts. Die Taurus Awards, die von Red Bull zum Beispiel gesponsert werden. Ja. Das heißt, ne? Ich meine, die Oscars haben immer noch ein bisschen mehr. Das ist ja was ganz anderes. Also geh mal raus und frag, wie viele Menschen den Taurus Award kennen und frag, wie viele die Oscars kennen. Also das ist ja, du hebst das ja damit schon auf eine komplett. Also ich glaube, Taurus kennen so 11 und Oscars so 2. Ja. Ja. Gute Schätzung. Schätze ich jetzt mal. Ja. Es ist wieder so ein Thema, wo es, denke ich mal, keine richtige Antwort gibt, ob man das jetzt und wie würdigen sollte. Ja. Und wir sind ja auch alle Fans, von Handmade. Wer ist denn der sicherste Stunt als Stunt? Ich wünsche mir, das würden Menschen öfter mal verstehen, dass es einfach Fragen und Themen gibt, auf die es nicht eine einfache Antwort gibt, die nicht schwarz und weiß sind. Es gibt, ich kriege im Internet immer wieder, habe ich das Gefühl, dass Menschen das teilweise nicht verstehen, verstehen wollen und nicht einsehen und ins Extrem gehen. Hier ist es ähnlich. Genauso bei der, ich habe etwas mitgebracht, was ich super spannend fand, was durchs Internet ging. Es gibt die Plattform Ranker, das soll jetzt hier keine Werbung sein und ich habe auch Ranker gesagt und nicht Wanker, für alle, die das irgendwie jetzt falsch verstehen. Es hat auch nichts mit diesem Monster aus Star Wars zu tun. Der Ranker. Genau. Ranker ist so eine Seite, da kann man so, da können Leute ranken. Ja. Da gibt's zum Beispiel ein Thema. Alles. Was ist der beste Film? Und dann ranken Leute. Und dann gibt's Abstimmungen und dann Meinungen und dann wird das irgendwie zusammengetragen und so. Ja. Ne? Also in irgendeiner Form redaktionell. Ich weiß nicht, ob das dann einfach so dargestellt wird, so je nachdem, was mehr Votes kriegt, ist es dann? Oder ob das aufgearbeitet wird? Auf mich wirkt hier diese Seite sehr automatisiert, weil da sind auch teilweise ein paar Fehler drin irgendwie. Mhm, ich habe mir auch ein paar Listen angeguckt natürlich. Ja. Und teilweise mal steht ein Grund dafür da, weshalb die Person jetzt da ist. Und manchmal steht eine komplette fiktionelle Biografie dabei. Ja. Und manchmal auch gar nichts. Und manchmal ist es einfach so, what the fuck passiert denn hier? Und manchmal ist es einfach, ja, aber hier. Wer weiß. Ja. Also auf jeden Fall, diese Liste ging irgendwie durchs Netz und das passt gerade zu den besten Serien, über die wir gesprochen haben. Es sind nämlich die meistgehassten Serienfiguren. Was sind die meistgehassten Serienfiguren? Witzig, war das nicht damals, als wir 2018 bei den Rocket Beans waren? Mhm. Da hatten wir doch auch, da waren wir beim Quiz, Chat-Duell. Ja, genau. Da ging es doch auch um verhasste Serienfiguren. Nein, Game of Thrones Figuren. Nee, genau. Verhasste Game of Thrones Figuren, genau. Ja, Jon Snow. Genau, und da haben wir die ersten drei genannt. Wir waren viel zu deep drin und haben dann sowas gesagt. Wir haben nur die Bösewichte genannt. Ja. Wir haben nur die ersten drei. Wir hatten Ramsay Bolton, habe ich gesagt. Joffrey, du hattest Ramsay und du hattest Cersei. Ja. Und Platz 4 und 5, die dann noch übrig waren, waren Jon und Sansa. Und da sind wir nicht drauf gekommen. Auch in dieser Liste, 4 der ersten 11, der Top 11, sind aus Game of Thrones. Es beginnt nämlich direkt mit Platz 11. Peter Baelish, aka Kleinfinger, Littlefinger. Ja. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass er in den Büchern vielleicht sogar noch ein Stück weit unsympathischer ist als in der Serie. Vor allem ist in den Büchern auch Sansa ein bisschen öfter. Ja, in den Büchern ist er dann auch ein Stück weit subtiler. Das stimmt. Okay. Allerdings. Auf Platz 10 ist Ed Pelletier aus The Walking Dead wegen seiner aggressiven Art. Das ist der Mann von Carol. Ja. Boah, ja, der ist nicht so lange dabei. Das ist auch eine wirklich hassenswerte Figur, kann ich nur unterschreiben. Ja. Auf Platz 9, Marius, das wird dich sehr freuen, Livia Soprano. Boah. Da kann man richtig mit Tony Soprano mitfühlen, wie seine Mutter alle manipuliert und gegen ihn selber aufspielt. Ja, das ist in schon. Flashbacks ist die vor allem immer zu sehen, ne? Nee. Nee, auch in, in der Gegenwart. Ja. Auf Platz 8, die größte Überraschung dieser Liste, Caillou. Ich musste auch googeln kurz. Die Kinderserienfigur. Ja. Der Glatzkopf. Der Glatzkopf. Der kleine Skinhead. Ich habe mich mal so ein bisschen in dieses Rabbit Hole begeben. Scheinbar hat Caillou irgendwann so ein Shift gehabt. Es gab wohl dieses Caillou, wie man sich das vorstellt, diese Kinderserie, die so sehr lieb ist und so weiter. Ja. Und scheinbar gab es irgendwann einen Shift in dem, vielleicht gab es andere Autoren, Autorinnen, was auch immer, dass Caillou irgendwann zu so einem Arschlochkind wurde. Aber keine Ahnung. Platz 7, Cersei Lannister. Wenig überraschend. Ja. Platz 6, der Governor aus The Walking Dead. Kennt man vielleicht auch aus den früheren Staffeln. Ja. Er war schon schlimm. Ich fand Shane immer nerviger. Ich liebe Shane. Echt? Nein, man muss ja mal sagen, boah, hassen, also diese Figuren, die so hassenswert sind, die sind ja das Salz in der Suppe. Absolut. Serie. Absolut, und deswegen ist ja nicht so, boah, ich hasse sie, sondern die sind ja so gut geschrieben, dass ich sie so hasse. Sorry, jetzt verstehe ich. Ich dachte, du magst die Figur nicht. Ja, nee, dann. Shane super, aber boah, ich hasse ihn so. Ja. Also ich hasse ihn, aber ich gucke es mir doch gerne an. Also du hättest Shane höher gerankt als den Governor. Ja. Auf Platz 5 ist Todd Elquist aus Breaking Bad. Todd kennt man ja spätestens. Wenn er das mit dem Kind macht, dann ist glaube ich, wirklich Hopfen und Malz verloren. Vor allem, weil er so eine naive,
leicht dümmliche Art hat, so, und dann aber so eiskalt auch ist. Also so, einfach nur so ein reaktiver Mensch irgendwie. Und abgrundtief böse einfach auch teilweise. Ja. Platz 4 ist Rachel Berry aus Glee, muss ich sagen. Ich habe Glee nie gesehen, aber scheinbar, oder anscheinend, weil es gibt einen Unterschied zwischen scheinbar und anscheinend übrigens. Es gab einen Funkbeitrag dazu, kleiner. Jetzt habe ich mich komplett den Faden verloren. Ich bin dafür, dass wir es falsch machen. Okay. Es könnte so sein, dass. Wir sagen immer scheinbar anscheinend. Scheinbar. Scheinbar ist sie eine ehrgeizige und selbstsüchtige Sängerin, die eine Broadway-Karriere anstrebt. Ich habe Glee nie gesehen, obwohl das so beliebt ist. Machen das nicht alle da? Hätte ich singen und eine Broadway-Karriere anstreben. Aber ohne die anderen beiden Attribute. Auf Platz 3, auch wieder eine Anime-Figur aus Full Metal Alchemist. Mhm. Shu Tucker. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Also nicht wie der Schuh. S-H-O-U. Ja. Ich habe das 100% nicht falsch ausgesprochen, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also die Fans von Fullmetal Alchemist sagen immer wieder, dass diese Figur so unglaublich böse sein soll. Er praktiziert an lebenden, also wirklich krasse biologische Experimente an lebenden Wesen. Hat seine Tochter in so ein komisches Wesen verwandelt. Soll eine ziemlich heftige Figur sein. Ja, kann ich leider nicht kommentieren. Auf Platz 2 und Platz 1 sind Ramsay Bolton und Joffrey Baratheon. Ja. Also, ja. Ja, verständlich. Boah. Sehr, sehr, sehr nachvollziehbar. Ja, boah, ja. Da gibt's auch nichts Positives. Ach, aber beide Schauspieler sind herzallerliebst. Ja, natürlich. Joffrey Schauspieler. Ja, und genau, dem tut es ja auch ein bisschen leid, weil der hat ja tatsächlich aufgehört zu schauspielern, weil seine Figur und er damit auch super viel Kritik abbekommen haben. Ich sehe das als ganz große Stärke von Game of Thrones, wirklich heftige Antagonisten schreiben zu können, ohne sie cartoonisch oder irgendwie zu überzeichnen, sondern dass es immer noch irgendwie glaubwürdig ist und geerdet. Und also ich hatte nie das Gefühl bei Ramsay Bolton oder Snow, also egal zu welchem Zeitpunkt, dass es irgendwie, oh, das ist jetzt aber, das glaube ich jetzt nicht mehr. Oder das ist jetzt irgendwie zu krass. Oder ich glaube, wenn Roose Bolton dein Papa wäre, da kann man so ein bisschen was nachvollziehen. Aber genau das ist ja auch die Stärke so von George R. Martin, dass er es halt schafft, durch die gesamte Biografie der, jetzt komme ich wieder ins Schwärmen, die Biografie dieser Figuren, dass man das halt nachvollziehen kann und das auch irgendwie verstehen kann, warum diese Figuren so agieren, wie sie sind. Gut, bei Joffrey ist es vielleicht auch einfach nur der Inzest, aber wer weiß. ich hoffe, das hat den Leuten da draußen Spaß gemacht, über die meistgehassten Figuren aus Serien zu sprechen. Ich würde vorschlagen, dass wir zu den Starts der Woche kommen. Da sind nämlich drei wirklich krasse Filme dabei. Wir beginnen mit einem Film, der gerade floppt. Man muss dazu sagen, also Napoleon und die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes, also dieses Hunger Games Spin-off mit dem sehr komplizierten Titel, hat die beiden streiten sich so ein bisschen um Platz 1 der Kinocharts. Wish bleibt hinter den Erwartungen zurück. Wish ist nämlich ein neuer Film, eine animierte Musical-Komödie von Disney über eine Teenagerin, die in einem Königreich der Wünsche lebt, wo Wünsche erfüllt werden können aus dem Nichts, so habe ich das verstanden. Und sie aber hat irgendwann einen so mächtigen Wunsch, dass sie eine kosmische Kraft weckt. So einen kleinen Ball mit grenzenloser Energie. Und gemeinsam mit der Ziege von der Teenagerin stellen sie sich dem bösen König des Reiches. So wie der Trailer das erzählt, ist der König derjenige, der die Wünsche erfüllen lassen kann, das entscheidet. Okay. Und das wird dann so erzählt, dass er nicht alle Wünsche quasi erfüllen will und sie findet das doof. Und da habe ich mir so gedacht, okay, ich glaube, ich bin jetzt in dem Alter, in dem ich die Antagonisten bei Disney besser verstehen kann als die Protagonisten. Perspektivwechsel im Alter, ne? Ich wünsche mir den König weg. Das ist so, wie wenn du Ferris macht blau guckst. Als Kind findest du toll, wie freiheitsliebend Ferris ist. Und er macht die Schule blau und begibt sich in die wildesten Situationen. Und wenn du so ein bisschen älter bist, denkst du, eigentlich hat der Rektor recht. So, der ihn. Ja. Was ich auch noch wirklich. Also ich muss dazu sagen, mein Interesse für den Film hält sich in Grenzen. Ist jetzt nicht so, dass ich den unbedingt sehen muss. Das sieht aus wie der generischste Disney-Film aller Zeiten. Leider ja. Sehe ich auch so. Ich muss auch dazu sagen, ich glaube, das Marketing ist auch gescheitert. Ich habe sehr, 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 sehr wenig von diesem Film nur mitbekommen. Ich sehe ganz viel Plakatwerbung dafür, aber ich finde halt auch, das sticht nicht wirklich ins Auge. Mir ist das gestern aufgefallen, weil es im Podcast vorkommt jetzt. Ja. Und so, ah ja, da ist Werbung, aber es ist.
ich weiß nicht, es sticht überhaupt nicht raus. Wie andere, also andere Filme und Serien machen bessere Plakatwerbung. Es ist auch, die Idee catcht mich auch gar nicht, so die Grundidee. Bei ganz vielen Pixar-Filmen und so weiter, also ist jetzt kein Pixar, aber bei ganz vielen Disney-Animation und Pixar-Filmen habe ich so das Gefühl, okay, die Idee klingt schon so gut, das will ich sehen. Wall-E, Ratatouille und so weiter. Das klingt so halt wie eine Idee aus einer anderen Zeit von vor ein paar Jahrzehnten. Ja, was halt schon so oft erzählt wurde, wo es nicht mal irgendwie so einen modernen Spin gibt oder so. Das, also, genau das ist es. Das Gefühl habe ich nicht auch. Die so aus der B-Reihe der Animation. Aber wohlgemerkt, niemand von uns hat den Film gesehen. Wir können es natürlich nicht beurteilen. Lenny und Xena haben den gesehen. Ja. So. Na gut. Müssen die nächste Woche berichten. Eine Sache fand ich aber noch herzallerliebst. Der Film wurde Bernie Mattinson gewidmet. Das ist ein verstorbener Animator, also Animationskünstler, der 70 Jahre für Disney gearbeitet hat. Und es gab nie jemanden, der oder die länger für Disney gearbeitet hat. Und das ist schon auch herzerwärmend, ja. Ja. Na gut. Es startet aber noch ein Film. Ich springe mal gerade in unseren Notizen. Saw X startet. Dazu hat Lenny gestern eine Kritik veröffentlicht auf Cinema Strikes Back und seine Meinung kundgetan, die er, finde ich, sehr schlüssig argumentiert hat, die aber trotzdem recht provokant ist. Aber ich stehe da vollkommen hinter ihm. Ich finde das voll nachvollziehbar, ohne den Film gesehen zu haben. Ich bin aber auch bei der Saw-Reihe komplett raus. ab wann bist du raus? Na, den ersten drei. Zwei oder ja. Das ist der Standard. Okay, wird's verwirrend einfach dann. Das auch. Ich glaube, ich bin auch bis drei. Drei habe ich rauf und runter geguckt, weil das halt damals so das Ding war. So, oh, komm, wir gucken Saw. Das ist doch krass. Das ist was man an Leap Day machen kann. Saw 4 bis 9 gucken. Das ist aber Waze. Da musst du 4 Jahre warten, bis du was Cooles machen kannst. Ja. Auf jeden Fall geht's diesmal um Jigsaw. Ach, echt? Ja, ja, aber diesmal schon als Protagonist. Ja. Er hört von einer experimentellen Wunderbehandlung in Mexiko, die ihn von seinem Krebs heilen könnte. Der Film spielt auch zwischen Saw 1 und Saw 2. Fällt aber einem perfiden Betrug zum Opfer und ja, rächt sich dann an den Betrügern. Du hast den Film auch gesehen. Ich habe den Film gesehen. Ich glaube, ich saß bei Saw 4, glaube ich, noch im Kino und dann gab es irgendwie so eine Rückblende und ich so, what? Da bin ich ausgestiegen und ja, der Film, ich fand den jetzt nicht so geil. Der hat ein paar witzige Szenen, wenn es um diese Fallen geht und sowas. Mhm. Weshalb auch viele Leute diese Filme gucken. Witzige Fallen sind im Ja, du siehst auch so in der Karte schon, dieses, da passiert was mit den Augen. Ne? Ja. Das ist so quasi das erste Ding. Genau. Ja. Und das ist schon relativ kreativ gemacht in diesem Film. Teilweise aber auch so total drüber tatsächlich. Also es ist fast Comedy. Ja. Aber so insgesamt, was diese Hauptstory angeht, die aber ist heute auch nicht so wichtig ist. Es ist Hanebüchen, würde ich sagen, teilweise. Also die versuchen halt Jigsaw, das sagt Lenny auch in seiner Kritik, so als den Helden darzustellen. Also von Zero to Hero. Und das funktioniert so gar nicht. Und das letzte Bild dieses Films ist einfach nur absolut lächerlich. Okay. Ohne es zu spoilern. Aber es ist so, what the fuck happened? Und weil vor allem, dann geht er ja direkt weiter und macht quasi in Saw 2 direkt wieder böse Sachen. Das ist der Typ, der eben noch das gemacht hat? Nein, glaube ich nicht. Menschen sind vielschichtig. Ja. So verschiedensten Verhaltensmustern in der Lage. Ich sag mal so. Jigsaw, der nimmt das ein bisschen zu wörtlich, dass Menschen vielschichtig sind. Das stimmt. Ja. Ja. Also, wenn man Bock hat, irgendwie jetzt nicht groß drüber nachzudenken, Film, und man mag Saw an sich und viele Teile, dann kann man sich den so am Freitagabend gerne mal im Kino reinziehen. Aber der bewegt die Filmwelt jetzt nicht so krass. Aber ich hab Saw Spiral nicht gesehen. Mhm. Aber der soll, also Saw X soll sehr viel besser sein als das. Und der kommt bei Fans gar nicht so schlecht an. Also Saw X kommt wirklich in der Saw-Fan-Community wirklich gut an, würde ich sogar sagen. Ja. Vielleicht braucht es noch so einen Saw-Simulator. So wie Landwirtschaftssimulator. Der Saw-Simulator. Der baut die Foltergeräte entwerfen muss. Das Geile ist, es ist wirklich kein Spoiler, Jigsaw sitzt da, trinkt Kaffee, hat so ein Notizbuch und zeichnet da so seine Fallen in der Öffentlichkeit. Ja. Also, wer ist der creepy Grandfather da? Es startet aber auch noch was meiner Meinung nach der absolute Tipp diese Woche ist. Ein Film, den ich gestern bereits sehen durfte und den ich explizit empfehlen möchte. Nämlich, Überraschung, Godzilla Minus One. Also Godzilla Minus Eins oder wie auch immer man den dann nennen möchte. Der Film ist nämlich aus Japan, von den Toho Studios, dem Godzilla Studio, die ich glaube irgendwie so 33 der 37 Godzilla Filme gemacht haben. Die meisten, ja. Die meisten, die allermeisten. Und Regie und Drehbuch hat ein gewisser Takashi Yamazaki gemacht und der hat 3 Jahre am Drehbuch geschrieben. Mhm. Und jetzt gibt es viele Leute, die das Godzilla Universum irgendwie so gar nicht verstehen oder gar keinen Bezug dazu haben, die sich dann fragen werden,
Wieso, wer schreibt denn an einem Godzilla-Drehbuch 3 Jahre? So, ist das nicht einmal mit ChatGPT irgendwie erledigt oder was auch immer? Welche Stadt zerstört er diesmal? Das ist ein Film, der wirklich sehr, 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 sehr zurück zu den Wurzeln geht. Zum allerersten Godzilla aus dem Jahr 1954. Und lasst euch da draußen gesagt sein, selbst wenn ihr irgendwie Godzilla-Muffel seid, Kaiju-Muffel seid, also Monsterfilm-Muffel seid, dieser Film ist was Besonderes. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Es geht um, also es spielt im Jahr 1945 in Tokio. Er beginnt in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Dort ist ein Kampfpilot namens Shikishima, heißt er, glaube ich. Er landet auf der Insel Odo. Mhm. Er ist eigentlich Kamikaze-Pilot, weil er aber sich nicht opfern möchte, weil er weiterleben möchte, täuscht er einen Defekt an seiner Maschine vor und landet auf dieser Insel. Mhm. Und dort trifft er auf verschiedene Mechaniker, die ebenfalls bei der japanischen Armee enlistet sind, also ne, Teil davon sind. Und dort begegnet diese Gruppe einer Riesenechse, nämlich Gojira, also Godzilla, und kämpfen ums Überleben. Und das ist jetzt kein Spoiler, das ist auch in den Trailern und so weiter klar. Er ist einer von 2 Überlebenden. Und ist dann einige Zeit später in Tokio und versucht da ein normales Leben zu führen, wird aber natürlich von seiner Schuld komplett zerfressen, hat Überlebensschuld, nennt man das ja, Survivor's Guilt. Und ja, erfährt jetzt, dass Godzilla durch Atomtests im Bikini-Atoll mutiert ist, größer wurde und jetzt Richtung Tokio marschiert. Bisher klingt es schon mega geil. Mega geil. Es ist also man muss ja dazu auch sagen, ich meine, dass jeder, der sich irgendwie auch nur ansatzweise mit Godzilla beschäftigt hat, sollte das eigentlich wissen, dass Godzilla eigentlich für mehr steht. Das ist eine einzige große Metapher. Es geht sehr viel um die Atombombenstecke auf Hiroshima und Nagasaki und es ist auch ein gewisses Stück Aufarbeitung. Also es hat auch wirklich so eine, es hat ganz viel Substanz. Zumindest der erste Film. Wohin sich die Godzilla-Reihe dann entwickelt hat, ist natürlich noch mal was ganz anderes. Das ist ja dann auch teilweise in diversen Ähren etwas witziger. Da gibt es auch diverse Memes und GIFs von, wie Godzilla durch die Gegend fliegt, Roundhouse-Kick macht und so was in die Richtung. Ja. Aber der erste ist halt wirklich, wenn man den zum ersten Mal guckt, na, der ist schwarz-weiß, er ist sehr düster, aber der legt einen krassen Fokus auf die Opfer. Ja. Und das ist das, was diese US-Produktion von Godzilla so ein bisschen versuchen, aber ich finde nicht in der Intensität, die dieser Film von 1954 das geschafft hat. Ja, und genau das ist nämlich jetzt auch Godzilla Minus One und das verrät schon der Titel. Weil ich habe mich wirklich, also ich habe diesen ersten Teaser nicht gesehen, in dem das erklärt wird. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum heißt der Minus One? Gab es irgendwie einen Godzilla Zero und ist es jetzt das Prequel dazu? Ist das irgendwie ein Prequel? Und wenn du das weiterspinnst, gibt es dann vielleicht noch Godzilla Wurzel Godzilla oder Godzilla Periode 3? Aber es würde passen, The Roots of Godzilla. So, ja. Also mit dem Wurzelzeichen. Stimmt. Oh Gott, das Poster will ich sehen, das klingt so schlimm. So, soll ich mal kurz die Stimmung runterziehen, warum es wirklich Godzilla Minus One heißt? Ja. Japan war nach dem Zweiten Weltkrieg am Boden zerstört, quasi in einem Status Null, in einem Zustand Null. Und dann kommt halt in diesem Film auch noch diese Riesenechse und zerstört Tokio. Und dadurch wird Japan auf den Zustand Minus Eins gebracht. Das ist quasi der Hintergrund dieses Titels. Wenn du denkst, das kann nicht schlimmer werden. Genau, das ist, das ist so. Also wäre Godzilla Periode 3 auf jeden Fall besser. Und Godzilla. Nein, Jonas. Und Godzilla. Godzilla Pi. Auf mit Godzilla zu rechnen. Ach, ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich habe ihn gesehen und ich muss dazu sagen, also Marius, du wirst ihn ja jetzt noch diese Woche gucken. Ich gucke ihn im Kino, diese Woche. Ich will, also heute, ich werde sicherlich natürlich jetzt nicht spoilern. Ich werde einfach nur mal meine Meinung dazu sagen. Ich finde den wahnsinnig sehenswert. Ich finde wirklich, selbst wenn man irgendwie 37 Godzilla-Filme nicht gesehen hat, trotzdem reingehen. Es ist ein extrem guter Film. Es gibt 2 Sachen, die ich bemängeln würde. Es ist teilweise, wir haben das Creature-Design und so gelobt im Trailer und fanden das alle geil. Und es ist ein riesiger, altmodischer Godzilla, der auch wirklich auch wieder richtig böse sein darf, der nichts Gutes hat. Das Compositing, wie der in die Szenen reingesetzt wird, ist teilweise nicht so gelungen. Okay. Nicht in jeder Einstellung. Aber du hast ja auch einen Screener bekommen. Ja, in schlechterer Qualität, das ist schon wahr. Ja, und du weißt ja noch nicht, ob das 100% auch im Kino so stimmt, durchkommt, oder? Vor allem, mir wurde auch gesagt, das ist noch nicht final. Aber ich habe das mit Bildern aus dem Trailer verglichen und das ist schon
sichtbar. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Ja, da will man, ich meine, das ist halt kein Mann in einem Kostüm wie in vielen anderen Godzilla-Filmen. Was ist der zweite Punkt? Der zweite Punkt, wolltest du noch was dazu sagen? Ich wollte da ergänzen, ich habe mir tatsächlich gestern die erste Folge von Monarch angeguckt. Mhm. Das spielt ja dann im US-Godzilla King Kong-Verse, wo es um diese Organisation geht, die halt diese ganzen Monster und Kaijus irgendwie, genau, beobachten und sowas. Und es beginnt tatsächlich mit Rückblenden zu Skull Island, wo es dann, da kommt man direkt ein kleinere Monster vor, nur 8 Meter hoch ungefähr. Und da wirkt es auch nicht ganz so schön. Also John Goodman sieht man wieder, wie er vor dieser Riesenspinne wegläuft und dann kommt so ein riesen Krebs an. Ja. Die kämpfen dann und es wirkt auch so nicht gut reingesetzt. Also da tun die sich nicht so viel, glaube ich dann. Aber ich meine, wenn man Bock drauf hat, trotzdem, dann funktioniert das wunderbar. Das Monster-Design ist krass. Es ist auch heftig, wie die einfach Godzillas berühmten Schrei, die haben einfach den alten Schrei genommen, das einmal über Boxen abgespielt und das aufgenommen. So entstanden die Soundeffekte für diesen Godzilla. Und die zweite Sache, die aber deutlich schwerer wiegt. Ja, Jonas. Ich glaube, ich kann das schon erraten. So. Nee, glaube ich nicht. Doch. Dann schieß los. Ich glaube, der zweite Punkt ist so, dass eine Sache in dem Film nämlich nicht vorkommt. Und das ist ein Tintenkiller. Oh, ich wusste, dass er einen dummen Witz draus macht. Das war's, ja. Okay, das war der zweite Punkt. Ich glaube, da gab es Tintenkiller noch gar nicht, oder? Ja. Zu der Zeit. Der dritte Punkt ist, es gibt einige Momente in der Handlung, in denen ich mir dachte, ach komm. Okay. Ach komm. Da dachte ich mir so, schade, komm. Das bisschen hättet ihr noch im Drehbuch so ein bisschen ein Rewrite und dann hätte das auch ein bisschen mehr Sinn ergeben. Nichtsdestotrotz, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ich finde, es ist, ich habe aber auch Shin Godzilla nicht gesehen, der ja auch sehr gelobt wird, wo es ja auch sehr viel um Bürokratie geht und Behördenkram. Ja. Das ist hier nicht. Es ist eine äußerst dramatische, tragische Geschichte, herzerwärmend. Also es ist unglaublich, wie viel Fokus hier auf die Figuren gelegt wurde, auf eine gute Geschichte, die viele Ebenen hat, viele Facetten. Also es geht sehr viel um das Gewissen dieses Kampfpiloten, der auch nicht immer likable ist, der auch teilweise ganz, ganz furchtbar, also ganz schreckliche Entscheidungen trifft, bei denen man aber auch sagen muss, man versteht komplett, warum er sie trifft. Es ist ein äußerst menschlicher Film. Und da habe ich absolut nachvollziehen können, zu jedem Zeitpunkt, warum das Drehbuch so viel Zeit in Anspruch genommen hat. Mhm. Und von daher möchte ich diesen Film explizit loben. Man muss dazu sagen, selbst hier bei uns in Köln, wir haben viele Kinos, wir haben auch viele Nischenkinos und so weiter, muss man schon gucken, wo und wie man den guckt. Ich denke gerade an Leute, die in irgendeinem Kaff wohnen oder in einer kleineren Stadt oder was auch immer. Die werden wahrscheinlich dann irgendwie eine längere Bahn- oder Autofahrt auf sich nehmen müssen, um den Film in irgendeinem großen Kino oder wie auch immer zu sehen. Oder halt später sich so auf Blu-ray holen oder DVD. Absolut. Aber Godzilla Minus One, von mir eine ganz große Empfehlung. Ich bin auf jeden Fall super froh, dass Godzilla wieder bei Toho ist, in der Form, weil die hatten ja auch diese ganz furchtbaren Animations-Godzilla-Filme gemacht, die ich wirklich furchtbar fand. Die Netflix? Es hieß ja auch irgendwie, die wollen mehr im Animationsbereich machen. Ich dachte, das ist cool, aber wow, Live-Action finde ich dann doch geiler. Ja. Und auch wesentlich besser als die US-Godzilla-Sachen, die okay sind, aber. Ja, Roland Emmerich ist gut. Das ist the best. Boah, Alter. Und hier wird halt auch wieder in diesem Film der Fokus, so wie du es eben gesagt hast, komplett auf die Opfer und die Zivilisten gelegt. Und das tut dem Film unheimlich gut. Der ist sehr geerdet. Mhm. Ich finde es richtig krass. Ich glaube, es ist auch so der gruseligste Godzilla-Film. So gerade der Anfang ist teilweise wie ein Horrorfilm inszeniert. Also du hast wirklich, also Godzilla ist wieder so richtig bedrohlich und riesig. Und du denkst dir einfach nur, oh mein Gott, ist das ein Vieh? Ich hätte jetzt sogar tierisch Bock. Also das ist halt auch für mich immer ein extrem gutes Zeichen. Ich habe den Film gestern gesehen und ich habe mir gedacht, ich würde den jetzt eigentlich schon noch mal gerne im Kino sehen. So richtig laut. Ja. Das ist vielleicht was für den 29.02. alle Godzilla-Filme von Toho durchgucken. Das. Ich habe eine Box mit 12 Filmen, du bist schon lange beschäftigt. Also. Und übrigens auch noch ein Funfact, der Originalfilm von 1954, der wurde in 4K restauriert. Das heißt, der kommt jetzt in einer neuen Version raus. Und der zweite lohnt sich schon nicht mehr. Also das ist halt auch, Godzilla 2 ist schon weit weg davon. Ja, aber was mich jetzt auch noch interessieren würde, eine Frage an alle Leute da draußen, was ist denn eurer Meinung nach die meistgehasste Figur? Wir hatten heute sehr viele Themen. Jonas hat heute mit einem Clown gefrühstückt.
Vielleicht ist Jonas jetzt die fasteste Figur wegen seiner Killerwitze. Ja, auf jeden Fall. Genauso lustig ist auch der Kanal Luxtroy von Funk. Die haben ein Video gemacht, die Wahrheit über Trolling. Das ist einfach nur ein Gesicht von Jonas. Absolut. Guckt euch das an. Oder, wie gesagt, Lennys Kritik zu Saw X oder Sawx, wie auch immer man den aussprechen möchte, Saw 10. Ja, ansonsten gebt dem Video einen Daumen nach oben. Würde uns freuen. Bis zum nächsten Mal. Okay, hier bei Cinema Strikes Back. Ciao. Tschüss.